alle Freunde des feinen Schmerzes. Ich habe hier noch in Volk stehen, mein letzter Sorgenkandidat dieses Jahr. Mein letzter. Gott sei Dank. Und zwar ist es hier, war das hier ein Kunstschwarm, der hat eine Königin im Käfig bekommen. Am 31.07., am 2.08. waren sie laut. Am 13. habe ich nachgesehen, war keine Königin da. Da habe ich noch mal ein paar umgelaufte Zellen reingehängt, Futter reingegeben. 26.08. habe ich gesehen, dass die Zellen nicht angenommen wurden. Habe auch dann wieder keine Königin gefunden. Noch mal ein bisschen Futter gegeben, jetzt vor kurzem. Futter, ja, Futterkammer ist noch voll. Also das passt nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich denke, das wird jetzt mal ein Volk sein zum Auflösen. Ich suche jetzt die ganze Zeit unter meinen Völkern was zum Auflösen. Ich glaube, die kann ich auflösen. Mal sehen. Ist nicht richtig gut angebaut, also kann man so wegnehmen. Muss ich nur aufpassen, wenn die Futterkammer voll ist, dann schwappt die gleich. So, auch hier natürlich Begrüßung. Die Bienen sehen ruhig aus. Hier gibt es aber auch noch Drohnen im Volk, also die sind auch noch da. Da ist nochmal eine, also Drohnen gibt es hier auch noch genug. Auch in den anderen Völkern habe ich immer noch Drohnen. Nur weil einige Leute meinen, dass um die Jahreszeit keine Drohnen mehr gäbe. Das stimmt also nicht. Das ist nicht wahr. Gut, dann mal schauen, was Sache ist. Da ist auch nochmal ein Drohnen. Das scheint mir. Na gut, es kann die Kälte sein, dass es so halblebendig ist. Was heißt kalt? Wir haben jetzt knapp 15 Grad. Also so kalt ist es nicht. Aber das Volk erzeugt natürlich bei der geringen Volksstärke erzeugt das Volk sehr wenig Wärme. Hier ist auch noch ein vergangener Drohnen. Ne, der ist auch noch halblebendig. Bewegen tut er sich noch. Also lassen wir auch. Sind tote Bienen auf dem Gitterboden, also das Volk kann auch nicht so ausräumen, wie sie eigentlich ausräumen sollten. Das ist zu schwach. Das ist einfach zu schwach. Ich denke, da wird eine Auflösung anstehen. Manchmal bin ich heute beim Regen, weil die Bienen unnötig quälen. Das muss auch nicht sein. So. Wenige Brutzellen, ein bisschen erhaben, das müssten eigentlich Drohnenzellen sein. Hier sind auch Drohnenzellen ein paar. Königin sehe ich keine. Würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn doch eine drin wäre. Na, auch dann hätte es keinen Wert mit der Königin. Das Volk kommt so nicht durch den Winter. Auf keinen Fall. Ah, da sind ein paar Brutzellen, Drohnen würde ich sagen, ja. Auch hier sehe ich nichts, was nach Königin aussehen könnte. Da gibt es auch keinen weiteren Versuch. Das sind auch Drohnenzellen. Futter haben sie genug. Brauchen aber auch nicht viel Futter, wenn sie so gut wie keine Brut zu versorgen haben. Ja. Also wenn ich jetzt eine Königin finden würde, dann würde ich die erstmal gleich rausnehmen. Das wäre die einzige richtige Reaktion jetzt, wenn es Volk um diese Jahreszeit so aussieht. Ja, außer Drohnenbrut nichts.
Also wenn hier, weil Zellen, die ich, also umgelaufte Zellen, die ich reingegeben habe, waren ausgefressen. Wenn hier doch eine Königin drin sein sollte, dann könnte das nur eine Un- oder Fehlbegattete sein. Ich sehe aber keine, na gut, nicht jede Königin sieht man. Wenn das Abdomen nicht groß genug ist, ja. Und da ich hier unter Umständen einen Drohnenbrüter vermuten darf, ist natürlich jetzt der Vorschlag von anderes Volk ist nicht drin. Und die müssen wirklich ins Gras gefegt werden. Und das mache ich auf gar keinen Fall, wenn es nass ist, wenn es regnerisch ist, wie jetzt gerade draußen. Auf gar keinen Fall. Ihr wisst ja, Chancen sind da, um gegeben zu werden, nicht um genommen zu werden. Und die Bienen sollen auch eine Chance haben. Also ich sehe wirklich keine Königin. Dieses Volk geht ins Gras, sobald es wieder schön Wetter ist, und das ist ja auch bald. Die Rämmchen brauche ich gar nicht mehr reinzutun, die lasse ich gleich draußen. Zartele. Ist natürlich eine traurige Sache, aber ist halt so. Wenn man Bienen hat, dann muss man auch mit solchen Dingen rechnen und dann muss man eine Entscheidung treffen. Es hat keinen Wert, hier jetzt noch weiter dran rumzulaborieren. Wir haben den 29. September. Da ist die Grenze überschritten. Jetzt ist sie überschritten. Aber den Bienen ihre Chance lassen, das sollte man auf jeden Fall. Und das werde ich auch tun. Wie gesagt, ich mache die erst ins Gras, dann, wenn es wieder ordentliches Wetter ist, dass sie auch eine Chance haben. So, wenn euch das kleine Video gefallen hat, obwohl es einen negativen Inhalt hat, dürft ihr gerne einen Daumen geben, Kanal abonnieren, kennt ihr das ganze Zeug. Sehen wir uns vielleicht auch beim nächsten Bienenvideo.